Moin, Vecinos, heute live vom Camino Finisterre mit Sven. Gibt doch ein paar Schreibtipps vom Experten. Ja, kleine Videosequenzen. Wie soll ich denn das machen? Wenn ich anfange zu sprechen, ich kann auch mal nicht aufhören. So, nee, also ich bin jetzt tatsächlich auf dem Weg raus. Guck mal hier. Da ist der kleine Park. Und da geht's jetzt runter. Look, da ist er. Da ist er. Da ist er, der Nette. Wie weit ist es? Was haben wir denn hier stehen? Was steht denn da? 89,480 Kilometer. Das kann nur Finisterre sein. Heute geht's nach Negrera. Den nehme ich mit. Steht nämlich in meinem Schön, Rucksack. raus aus Santiago. Ach, raus aus Santiago, es ist schön. Ja, gute Idee mit der Schreiberei. Du kannst ja auch dieses Video dann so zurechtschnippeln, wie du es haben möchtest. El Maestro zu Schreibblockaden. Hört gut hin, Nachbarn. Ja, und beim Schreiben ja sowieso nicht. Hey, da habe ich halt nur Stift in der Hand, ein weißes Blatt Papier und dann das Drama und die Panik, die hochkommen, weil das Blatt immer noch nach einer halben Stunde leer ist. Aber, liebe Freunde, dafür gibt es eine Antwort, weil es ist super easy, aus diesen lustigen Schreibblockaden rauszukommen. Also, liebe Freunde, Schreibblockaden als solche gibt es gar nicht. Eine Schreibblockade, wenn man sich es genau betrachtet, ist nichts weiter, als dem, der an deinem Kopf quasselt, zu glauben, dass dich etwas blockiert. Und da sind wir dann wirklich unglaublich fantasievoll. Wir lassen uns die unglaublichsten Sachen einfallen, um zu sagen, ja, der Grund, warum ich nicht schreiben kann, ist das. A, B, C, D, E. Aber, und die Lösung dazu ist, dass wenn du einfach bemerkst, dass du nicht dieser Gedanke bist, weil du bist der Gedanke nicht, egal was du denkst, du bist nie der Gedanke. Also, egal welches Urteil du über dich hegst, dass du zum Beispiel, ah, ich bin heute nicht in der richtigen Laune oder ich habe heute keine Kraft. Wenn all das immer hochkommt, kannst du fest davon ausgehen, dass sich irgendwas davon abhalten will, zu schreiben. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's, liebe Freunde. Dann schreib einfach genau darüber, was versucht dich davon abzuhalten, zu schreiben. Schreib genau darüber. So wie ich gerade darüber gesprochen habe. Das ist es. Dann ist dein Blatt Papier Nummer 1 nicht mehr weiß. Nummer 2, du kommst sozusagen in einen Schreibfluss. Egal wie stockend sich das anfühlen sollte, ist egal, es ist nur eine Übung. Ich nenne das das Sich-Leerschreiben-Prinzip. Und unglaublich kraftvoll. Tada! Ciao. In der Entfernung kannst du es sehen. Santiago de Compostela. Das ist die Kathedrale. Und sozusagen das große Ziel für so viele Pilger. Nur um dann zu lernen, dass es nie die Kathedrale war. Es ist so eine geile Aussicht, hier zu sitzen und einfach auf die Stadt zu schauen. Wo ich hier im Grunde genommen bin, das ist der Weg nach Finisterre. So, du verlässt sozusagen Santiago da drüben. Und dann läufst du dann den ganzen Weg hier hoch auf den Berg. Eigentlich ist das oben nach Negrera, das ist der nächstgrößere Ort dann, hinzulaufen. Eine gute Bergtour. Ja, macht Laune, macht Laune. Okay, jetzt hat mich der Bojan gefragt, ob ich ihm mal eine Frage beantworten kann. Danach, warum es denn so wichtig ist, warum es so geil ist, ein Notizbuch zu haben, sich Notizen zu machen. Also ich kann es im Grunde genommen ja nur erraten. Und das, ich habe tatsächlich jedes Mal ein Notizbuch mit und einen Stift mit. Und ich habe echt probiert, ich habe echt versucht, ein Notizbuch zu nutzen. Ich habe auch nie ein Tagebuch geführt oder ähnliches. Alles, was ich mache, ich schreibe tatsächlich aus mir heraus. Ich erinnere mich dann an Lebenssituationen, an Situationen mit anderen Pilgern oder eine Geschichte in der Bar. Ich rufe die dann einfach ab, die Dinge, und kreiere dann daraus ja, meine Kurzgeschichten. Für jeden, für den es wichtig ist, etwas festzuhalten, was von Emotionalität ist oder ein wichtiger Augenblick, ein Moment, den man einfach nicht vergessen möchte, dass es sich dann lohnt, das niederzuschreiben, weil vielleicht aus der Erfahrung desjenigen dasteht, ey, ich vergesse das, wenn ich es mir nicht notiere. Wow, hört ihr das mal an? Kannst du es hören? Das ist der Fluss, die Vögel. Erstaunlich. Ey, ich liebe das hier auf dem Camino. Ich liebe das hier so auf dem Camino. Hier, schau mal. Hier, Trunchas. Wo sind wir denn hier?
It's a little bit overpainted, not really readable. The Ponte a Ponte Polo Rio Sarella. Ich, ja, und hier ist er nochmal. Ja, Galizien ist schon irre. Ein irrer Ort. Maravilloso Passare hier heute, Pola Maniana. Ja. Hörst du nichts außer das Rauschen? Heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage.